Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. To die. To die. Und hi. Jasmin. So, wir das müssen. Das wäre eine gute Hütte gewesen hier. Das wäre eine gute Hütte gewesen. Hä, da waren wir doch ja schon drin, oder nicht? Wo du bist ungefähr? Also, ich habe hier alles. Hat das Haus, in dem du bist, einen Schornstein? Keine Ahnung. Ich war da noch nicht drin. Ach, das ist das. Ja, da waren wir wirklich schon. Aber hier drinnen ist nichts mehr, nur draußen. Sind da noch blaue Big Bags vielleicht? Nee. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Dass es neblig ist, ist auch überhaupt nicht gut. Dass ich keine Ausdauer habe, ist nicht gut. Oh, schon wieder Hunger. So, jetzt haben wir das Trinken weg. Ach so, hier ist das Wasser. Oh, wo muss ich denn jetzt lang? Oh, ich hasse es, wenn es möglich ist. Du hättest jetzt nach rechts gemusst. Da Blitze. Yay! Klingelstreich. Läuft sie davon. Hm. Willst du auf mich warten? Wir können zusammen gehen. Ja, ich will nur hoch. Ach so. Hacke, Peter. So. Hacke, Peter. Hm? Hacke, Peter. Meine Ausdauer lässt auch zu wünschen übrig. Ja? Hm. Muss man mehr Sport machen. Ach. Aber du rennst ja auch in einer Tour, ne? Nee, ich renne nicht in. Ich bin eben gerade den Berg hochgelaufen. Ja. Ja, und dennoch Berg, ja. Berg hoch, ne? Ja, und? Das ist schon anstrengend. Der ist halt anders, als kommst wenn du bergab läufst. Du bist das, ja. Ich bin gerade noch in einem Haus. Ich bin ein Zombie. Achso, ja, ich werde wirklich zum Zombie, weil ich bin infiziert. Wieso denn das? Keine Ahnung. Dann brauche ich doch eigentlich nicht mehr essen, oder? Weil ich sterbe ja an der Infektion. Später. Hm. Oder können wir die heilen zu Hause? Wir haben noch Medikamente. Hm. Weiß es nicht. Ich muss mir noch mal die Medikamente durchlesen und den Beipackzettel. Und den Beipackzettel. Ob die Medikamente mir in meinem Leben und meinem Leiden weiterhelfen würden. Wer zuerst über der Brücke ist. Oh. Du. Ich hab schon wieder Hunger. Ich fülle noch mal meine Gläser auf. Warte mal, ja, das wollte ich auch gerade machen. So. Können wir die gleich abkochen? Genau. Geh aber nicht zu weit ins Wasser. Ich will nicht, dass die Fische stinken. Du stinkst gleich. Toll. Der Tümpel stinkt nach Fisch. Danke, Jasmin. Ja, bitte, gerne. Ein kleiner Stein. Das war lustig. Ich bin Patrick. Ich bin so doof, ich heiße Patrick. Inge, wollen wir noch ganz kurz diesen kleinen Stein hier abbauen? Ganz kurz, aber nur. Ganz kurz nur. Wo wir schon einmal hier sind, ne? Ja. Eigentlich bin ich ja Steinmetz, ne? Also ich will jetzt hier ein Bild rausmachen aus meinem Gesicht. Ja, da brauchst du ja nicht viel verändern. So? Keine Ahnung. Brauche ich das nicht, ja? Nee. Wie sie mich auch noch ignoriert. Nee, habe ich gesagt. Ja. Kannst mich nicht eines Blickes würdigen, Jasmin. Nee. Du würdigst mich keines Blickes.
Nee. Das hat meine Gefühle verletzt. Ich gehe mich jetzt ertrinken. Packst du nicht mehr? Ach, das ist... Auf nimmer Wiedersehen, Jasmin. Jetzt hast du echt aufgehört zu hacken. Ja, du hast doch auch aufgehört. Nee, ich bin hier dabei. Auf der Rückseite vom Stein. Ja, du warst eben am Wasser. Ja, komm. Bist eben zum Wasser gegangen. Ich hab das ja wohl gesehen. Hä, nein? Hier ist Wasser? Tatsache, schau mal einer an. So. Ach, ich hab keine Ausdauer. Ich brauche eine Stufe 3 Spitzhacke. Da ist der Fall im Busch, ey. So, wir müssen ja noch alles mit Stein aufwerten, ne? Jo. Und wir müssen noch Pfeile machen, neue. Jo. Da-da-da-da. Okay, dann bringe ich ein bisschen Stein mit. Alleine. Hä, ich hab doch auch Steine geholt. Die 3 Steine, Jasmin. Die 3 Steine. 3 vor allem. Habe ich denn was, um meiner Ausdauer was Gutes zu tun? Ich esse ein rohes Ei. Hat mir das was gebracht? Nicht wirklich. Also 1000 Steine will ich schon haben eigentlich. Aber da werde ich, glaube ich, nicht mehr hinkommen. Wobei fehlen nur noch 200, aber ich glaube, das macht die Spitzhacke nicht mit. Und meine Ausdauer. Hauptsächlich meine Ausdauer, die macht das nicht mit. Vielleicht, wenn ich dich da rangehe, dann mache ich ein bisschen mehr Schaden. Das sind schon mal 71. Oh, doch, doch, doch. Die Spitzhacke könnte es schaffen. Ist bei mir Erde? Ach, da. War hier Erde? Wieso war hier Erde? Wie ist das auf diesem Planeten möglich, Jasmin? Weiß ich nicht. Wo kommt die Erde her? Das ist eine berechtigte Frage, ne? Wo kommt eigentlich die Erde her? Jasmin, deine Philosophie? Weiß es nicht. Habe ich mir gedacht. Oh, das kann ich ja abkürzen gleich. Mit auch. Dann haben wir Ditte hier. So, ich komme jetzt nach Hause. Dann kann ich ja eigentlich noch mal die paar Bäume da wegkloppen. Eine Spritze ist Steroide, ey. Ah. Du spritzt dir Steroide? Nein. Du weißt schon, dass du denn einen kleinen Hoden bekommst? Ja, den habe ich auch schon so. Ich weiß nicht, ob ich eine Frau mit kleinen Hoden toll finde. Frauen mit großen Hoden sind viel attraktiver. Du bist ein bisschen blöde heute wieder. Du bist ein bisschen blöde? Ja. Du oder meinetwegen? Du. Ich habe meinetwegen gesagt. Bist voll drauf reingefallen. Dir ist es nicht aufgefallen. Doch, aber du hast ja öfter Sprachfehler, also ist mir jetzt egal gewesen. Na, jeden Tag. Nenn mir ein Zeit. Na, da war er doch schon. Wer? Kalle? Ist Kalle wieder da? Ja. Oh. Weg. Kalle! Ich sehe keinen Kalle. Kennst du dieses Meme? Wo die sich so anschreien, hey, what's your name? Geh mal auf den Balkon, bitte.
Nee, ich sortiere jetzt hier gerade Sachen weg. Geh mal auf den Balkon. Ja. Geh mal auf den Balkon. Geh mal auf den Balkon. Geh mal auf den Balkon. Sagst du mir Bescheid, wenn du auf den Balkon gehst? Ja, wenn ich das hier wegsortiert habe. So lange soll ich warten? Ja, du kannst auch mal warten. Ich kann auch mal warten. Ich habe gar keine Zeit, um so lange zu warten. Wie lange muss ich denn warten? Ich lasse meinen Frust an den Bäumen nieder. Die Natur kann sich zumindest nicht wehren. Das war aber ein ordentlicher Seitenhieb. Ordentlicher Seitenhieb. Was will er denn? Wo bist du denn? So kann man ja gar nicht mehr sehen, wo die ganzen Zombies kommen, ey. Ich mach doch gerade Sichtfläche frei. Wo bist du denn? Wo ist denn dein Pfeil? Hier. Da. Vorne. Ja, pass auf. Und jetzt? Was ist jetzt? Hey! What's your name? Du musst zurückrufen. Ja, ja. Wie heißt du? Weiß nicht, hab ich vergessen. Wie heißt du? Ich dachte, du spielst das Spiel mit. Spiel ich doch. Dann hättest du mir deinen Namen verraten. Ach Gott, ey, ich fange hier wenigstens schon mal an. Ich hätte so gern gewusst, wie du heißt. Spielkalb, ey. Werd erwachsen, Jasmin. Ja. Patrick. Wie heißt du? Gisela. Hm? Gisela. Fick dich, Gisela! Hallo, das sagt man aber nicht. Hä? Was? Ja, ja. Ich hab gesagt, blick dich. Blick dich, Gisela. Durch mein Lispeln ist das vielleicht nicht ganz so aufgefallen. Aber möglicherweise habe ich das wirklich gesagt. Ich sterbe gleich einen qualvollen Hungertod. Und du bist schuld. Immer. Da. Und da. Und da. Und da. Und da, und da, und da. So, ein Bäumchen habe ich noch. Mal gucken, ob ich das noch schaffe, bevor ich hier tot umkippe. Dem Hunger zum Erliegen komme. Naja, zumindest bist du. Ich habe hier so einen Militärsound, so blechtrommelmäßig. Ja, das hatte ich auch vorhin und gestern auch schon. Aber hat nichts zu sagen gehabt, ja? Nee, kam nichts. Okay. Ja, jetzt ist auch weg. Ja, alles aufgewertet hier. In Stein? Gemeißelt? Nee. Holz. Stein habe ich vorne schon ein bisschen den Zaun angefangen gehabt. Ach so. Mhm. Aber nicht viel, weil ich nicht viel hatte. So, ich muss jetzt einmal also gucken. In meinem, also in meinem Dings hatte ich noch nicht viel. Hier, was ich mir jetzt noch mitgenommen habe. Hab das schon wieder in die Truhen gepackt. Also die Vitamine sind Krankheitswiderstand 100%. Macht mich das aber auch wieder uninfiziert? Gesundheit 180. Schürfwunden, Blutung, Schnittwunden. Gesundheit, Schadensvermeidung, Betäubungswirkstoff, Gehirnerschütterung, Heilen, Wasser. Schadensvermeidung. Wird zur Fertigung von Verbandskasten. Steroide. Ich benutze jetzt einfach mal einen und guck mal, ob das was bringt. Was, Steroide jetzt, oder? Nee, Vitamine gegen meine Infektion, aber ich bin immer noch infiziert. Soll ich mal mit ein bisschen Stein schon unten anfangen, die Mauer da aufzuwerten?
Ja, willst du vorweg noch Pfeile machen? Ey, Jasmin. Jasmin, guck mal. Guck mal. Das geht nicht. Voll. Warte. Habe ich kein Holz? Doch. Ich gehe für dich in Flammen auf. Hast du verstanden? Ich gehe für dich in Flammen auf. Mhm. Oh, ich krieg ja Damage davon. Aua, au, ja. Ich brenne. So eine Blödheit, da muss ich ja nichts sagen, ne? Wälz dich auf den Boden. Tja, manchmal ist es schön, wenn man die Klappe hält. Jasmin, ich hab mich verbrannt. Ja. Kannst du mal pusten? Nö. So, weißt du, so Verbrennung vierten Grades, kannst du mal pusten? Ja, gegen meine Infektion scheint nichts zu helfen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Das geht nicht. Oh, ich habe jetzt 45 Pfeile gemacht. Mehr nicht. Wie mehr nicht? Ja, ist okay. So. Haben wir insgesamt 150. Ein paar lasse ich bei mir. Warte mal. Aber es gefällt mir auch noch nicht so, ne? Naja, müssen wir jetzt warten. So. Ein Stufe 5? Was hat denn der Ballermann hier? Oh. Sie ist wieder in der Kiste geblieben. Ah, sie ist raus aus der Kiste. Stufe 1. Ui. Ja. Das schaut doch soweit gar nicht schlecht aus. Aber wir müssten langsam mal das alles so ein bisschen abändern, ne? Wir brauchen langsam mehr Kisten. Rezepte. Gegrilltes Fleisch. So. Können wir noch einen machen? Und da können wir noch was machen. Können wir nicht. Wir brauchen Wasser. So. Jetzt brauchen wir noch Wasser. So. Hier kommt alles raus. Oh, mein Hunger bringt mich um. Das haben wir jetzt da drinne. Den da. Eigentlich können wir doch... Ist doch eigentlich egal, ne? So. Das nur einsortieren und... Was haben wir denn nicht so viel? Sand und Lehm. Lehm, aber wir haben generell nicht viel Lehm. Ja. Würde ich vielleicht erstmal noch mit warten. So, Messing. Blei. Zu lange. Ja.
Aber ich hatte doch... Haben wir die schon mitgenommen? Drei, zehn... Ich hab nix. Das ist ja jetzt skurril. So, und das Fleisch hat er auch schon mit reingesteckt. Können wir beschreibbare Aufbewahrungskiste? Nägel. Habe ich Nägel? 10. So. Dann würde ich hier nämlich schon mal anfangen, Kisten zu machen. Beschriftet. Zum Einsortieren, oder? Und die Decke müsste noch ein höher. Das heißt, die Decke muss da so. Ja, das ist gemütlich. Ah, er ist vorbeigegangen. Er zieht von dannen. Oder ich gehe hier schon bis an die Ecke, ne? Habe ich hier gepusht? Ui! Jetzt habe ich aber kein Holz mehr. Egal. Schmeißen wir die erstmal da hin. Aufschließen. Beschriften. So. Wäre das dumm, solange wie der Raum noch nicht zu ist, hier schon was einzusortieren? Ich weiß es nicht. Wir wollen ja draußen Lager machen und da soll ja auch noch eine Ecke weiter, ne, größer. Wäre das doof, wenn ich hier jetzt schon Kisten mache und wir machen da was rein? Weil grundsätzlich kommt ja hier nichts hoch. Theoretisch. Aber vielleicht wäre es gar nicht verkehrt. Ups. Vielleicht wäre das ja auch gar nicht verkehrt, wenn wir den Raum jetzt favorisieren. Aber wir müssen... Ja, wir müssen ja für den Blutmond uns auch vorbereiten, ne? Ja, ich habe nichts mehr zu futtern und ich habe schon wieder Hunger. Wir stehen halt nicht so geil da. Also, ja, was ist los hier? Oh, ich habe Essen gekocht. Ja. Wohl bekomm's. Thank you, aber das hält immer nicht lange an, finde ich. Das Essen.
du denn? Ich bastel ein bisschen. Was für eine Box? So. Steht drauf. Ja, ich such dich gerade. Oh. Hä, wo ist denn der Pfeil? Da. Ach, da oben! Ich laufe hier die ganze Zeit. Boxe. Hä, der Pfeil zeigt nach da. Wo ist er denn? Ich hab mich versteckt, was? Jasmin. Was machst du denn hier überhaupt alles? Ich dachte, wir bauen ein bisschen aus hier. Ich wollte hier hinten so ein kleines Lager machen, dass wir größere Kisten nehmen können, wo wir die Sachen beschriften. Damit wir nicht das Problem haben, wie die ganze Zeit, mit diese kleinen Kisten, wo du nichts sortieren kannst, vernünftig. Hä? Kann ich die nochmal aufnehmen, die Kiste? Kacke. Da hinten kommt einer. Kann ich nicht. A Zombie. A Jumper. Das kann ich nicht, Jasmin. Das kann ich nicht. Ja, beruhigen Sie sich, Chantal. Aber ich kann es nicht. Ich kann mich nicht beruhigen unter den Voraussetzungen. Ich schmeiße die Falle. Achso, hätte ich auch anders machen können. So. Da, 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 da. So. Wunderbar. So würde es denn irgendwann aussehen. Wobei ich das besser finden würde, wir würden alles aus Stein machen, bevor wir da Kisten und so hinschmeißen, weil sonst müssen wir später von außen gucken, wie wir die wieder wegkriegen. Also aufgewertet kriegen. Die Sachen. Dann müsste das alles weg. Reicht das als Strecke? Oder noch ein ran? Achso, da war ja was. Alter. Alter. Ne, ja, komme ich so nicht ran. Okay, dann muss ich nochmal die normalen Rahmen formen. Ja, aber wo komme ich denn da hin? So. So. So, so sagt er die ganze Zeit nur. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ich habe auch noch andere Sachen gesagt, so wie Säh und Sie. Säh. Ja, Säh vor allem. Sie sage ich auch ständig. Ich sag ständig Säh. Komme ich hier überhaupt dahin, wo ich hin will? Ja, ne? Nö. Ich sage, nö. Fressalien. Computer sagt nein. Fressalien. Ja, und was ist, wenn die angreifen und das kaputt machen? Ja, dafür müssen wir ja uns wappnen. Wir müssen den Boden noch weiter ausziehen. Ich will das Lager noch ein Stück größer haben. Und, ne? Das haut jetzt so hin, was du da so vorhast? Klar. Meinst du nicht, die klettern da hoch? Wo denn? Na, da, wo du jetzt bist. Wie sollen die denn hier hochkommen? Ja, weiß ich ja nicht. Nein, nein, nein. Die Musik verwirrt mich manchmal sehr.
Ich habe keine. So. Jetzt hätte ich nämlich diesen komischen Pinöbel da, ne? Den hätte ich hier hinten auch noch mal gerne. Dann wären das 6. 6. Sieht interessant aus. Sieht es das, ja. Ja. Definitiv. Ja. Definitiv. Da. Auf jeden Fall müssen wir auf jeden Fall, auf jeden Fall mehr Steine holen, ey. Auf jeden Fall, ne? Was gibt es denn noch für coole Formen? Könnte man hier noch so ein Dreieck, gibt es das? Wo finde ich nochmal das Baumenü hier? So ein dreieckiges Ding. Würfelecke abgeschrägt. Ja. Hier gibt es jetzt so viel. Pyramide. Aber das wäre ja dann einer von denen hier oben, ne? Aber der ist flacher. Das heißt, der wäre nicht so, wie ich möchte, dass er das ist. Da steht nur Bahnhof, was du gerade willst. Ja. Nee. Warte, machen wir den nochmal ein breiter. So. Breakmat. Und dann prügeln die sich also alle um diese eine Latte und fallen hier schon das erste Mal runter, ne? Aber dann sind die doch genau hier bei uns drauf. Die kommen doch sowieso hier rein. Leider. Meinst du? Ja. Gehe ich von aus, dass die... irgendwann haben sie den Zaun ja durch. Ja, aber hast ja letztes Mal gesehen, die sind auch nicht direkt ins Haus. Nee, die kloppen ja unten alles kaputt denn, ne? Und? Steht den Sinn da gerade gar nicht. Nee, alles gut. Das ist meine verkehrte Welt. Ja, du baust ja die ganze Zeit hier. Egal, was ich sage. Nö. Hä, es stimmt das ja gar nicht. Möchte, doch. Das Einzige, was ich hier bauen durfte, ist den Zaun. Hä, du kannst ja sagen, was du bauen möchtest. Warum? Ich kann es auch einfach mal. Wenn ich sage. Nee, das ist ja blöd. Ach Quatsch. Hau mal einen raus. Komm, gib mir mal einen richtig geilen Tipp, wo du sagen würdest, das müssten wir machen. Halt! Ach, das ist ein Zombie. Ich dachte, da werden. Was möchtest du denn gerne bauen? Oder so. Nix. Das ist ein Zombie. Ich dachte, das wäre ein Tier wieder. Ja, so kann ich ja gar nicht mehr die Tiere abschießen, richtig. Wieso? Wenn der Bär hier nochmal kommen sollte. Haut da uns die ganze Dings hier Schrott. Ja, alles sehr verwinkelt hier. Kann man die ja nur noch von hier vorne und da abschießen. Hinten geht nicht mehr. Mann, ist ja alles im Weg, ey. Ich verstehe deinen Gedankengang gerade nicht. Na, wenn die angreifen und wir von draußen schießen, dann können wir hier, wo ich jetzt stehe, schon mal gar nicht schießen, wenn die unter uns sind. Ach, du meinst jetzt wegen der Fläche? Ja. Ich will die ja nach vorne haben. Ich will, dass die das Gefühl haben, die können uns nur hier angreifen. Deswegen ja der schmale Balken.
Verstehst du das? Nee, irgendwie nicht. Ich möchte, die nehmen sich doch immer die geringsten Widerstände, wenn sie irgendwas einschlagen, ne? Mhm. So, und ich möchte, dass sie das Gefühl haben, hier wäre der geringste Widerstand, hier oben, da reinzugehen. Dass die dann alle hier auf dieses Plateau gehen und über diesen schmalen Balken laufen. Und dann können die hier runterfallen. Und wir können die hier die ganze Zeit abschießen. Weißt du, was ich meine? Aber springen müssen auch noch auf dem Balken. Keine Ahnung, ob das klappt, aber angenommen. So. Ach so. Wenn der Block selber nur ein hoch ist, springen die ja immer rüber, ne? Aber die springen ja nicht gerade sehr gut. Dass die hier vielleicht noch runterfallen? Oh, ich bin so doof. Weiß. Ganz schön was los hier von den Zombies. Okay, das wäre jetzt auf jeden Fall meine Grundidee. Wenn wir sehen, ob das bringt. Ja, ich bin da auch sehr skeptisch. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert so wirklich. Ich hoffe halt, ne? Ja, du auch. Haben wir hier, kann ich hier auch suchen? Ja, klar. Treppe. Das sieht nicht so aus. Atu. Jetzt du. Stufe. Ah. Massive Stufen. Weiter nach raus machen müssen den Ball. Dann wären die wieder rausgefallen. Geländer links. Ein bisschen zu breit. So eine Dreierstufe. Das ist so blöd. Oh oh, Zombie kommt. Ist egal, ich bin eh tot. Ja, der macht da aber alles kaputt. Nicht egal. Ich erscheine auf meinem Bett. Ich hab ihn getroffen. Oh, was erster Schuss, Volltreffer. Lebt er noch? Einer, ja. Du schießt ins Holz. Ja, ja, Gott, Entschuldigung. Ich bin nicht perfekt, ja. Geh mal weg, dann schieße ich den noch ab. Wärst du perfekt, würdest du Patrick heißen. Das stimmt. Ah! Scheiße, ich hab mir mein Bein verstaucht. Bist du runtergefallen? Ja. Ja, aber nur weil ich hier
alles. Ja. Jetzt komm. Ne? Du bist schuld. Bleib mal realistisch. Räucher, du bist schuld. Aber nur 6 Minuten. Ich bin nur 6 Minuten schuld? Nee. Du bist für immer schuld. Oh. Ein Tier wäre cool, wenn jetzt noch mal ein Tier kommen würde. Und mal ein paar mehr Zombies hier, ne, wie sonst. Nachts meinst du jetzt? Oder generell? Ja, generell. Ja, nachts auch. Hier sind ja sonst nachts nicht so viele gewesen. Nehmen wir den so. So, warte mal. Sicher ist sicher. Okay. Wie lange ist denn die Aufnahme überhaupt? Ja, ich. Nein, scheiße! Au, nein! Ah, es ist doch nicht wahr. Was macht der denn da für ein Blödsinn? Nicht dein Ernst, ey. Es ist nicht dein Ernst, oder? Krustenfresser. Hast du jetzt den Zaun auch gewarnt? Wer hat dich gewarnt? Ein Kommi. Ich habe einen Kommi gehabt, da wurde ich genau vor dieser Situation gewarnt. Und warum machst du es dann? Ich wollte einfach, dass das noch besser wird. Ja, wenn dir da schon einer sagt, dass das nicht hinhaut. Ey, das ist. Du Held, Alter. Ehrlich. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt noch als Held bezeichnen kann. Nee, gar noch nie. Held der Nation? Okay, würde ich mir noch gefallen lassen, aber... Oh Gott. Oh, ist alles kaputt, mein ganzes Holz. Ja, du bist auch so... Blau, ey. Oh, ist das ärgerlich. Mach den Zaun heil. Da ist ja die ganze Stange, es ist alles kaputt. Oh, ich fange von vorn an. Mach was anderes, lass es einfach sein. Nö, ich mach das. Das wird schon noch vernünftig. Noch ein kleiner Schicksalsschlag, so kurz vor Ende. Siehst du, und das ist, was ich meine jetzt. Jo, und ich bin gleich tot. Scheiße. Ist einer bei dir oben? Ich bin runtergefallen. Ach so. Ich dachte, ich treffe den. Aber da du ja so schlauerweise alles zugemacht hast. Ja. Kann man da jetzt. Ach! Verzieh dich! Ah! Tür zu! Ah! Hau ab! Oh, ich konnte mich gerade nicht konzentrieren. Ich wusste gerade nicht mehr, was ich hier drücken soll. Ich habe sie ausgesperrt. Ja, ich kann sie trotzdem nicht treffen, wenn sie da unten alles kaputt macht. Das ist ein bisschen doof. Ja, wir bauen da doch noch, wenn das Lager fertig ist, wir machen das noch, ne? Ja, aber wenn die da jetzt durch schon anfängt kaputt zu machen. Ja, kann man müssen, wieder... ja, aber du musst doch das Lager erstmal bauen. Du kannst doch nicht, Hey, da ist ja nicht mal ein Lager. Ja, aber den müssen wir ja irgendwo anfangen, ne? So, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Morgen bauen wir hier unsere komische Konstruktion, was ich mir da gedacht habe, nochmal von vorn. Du baust deine komische. Du. Ach, Jasmin hat die Statik berechnet. Es war klar, dass es nicht funktioniert. So, wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.